werden jetzt das Drahtgelenk aus- und einpressen. Hierfür haben wir den Achsschenkel abgebaut, Stoßdämpfer abgebaut. Normalerweise könnt ihr dranbleiben, da wir jetzt aber ohne Hebebühne arbeiten, müssen wir die Presse halt den Zylinder oben ansetzen, nicht von unten, da wir keinen Platz haben. Das ist ein Sprinter im Baujahr 2002. So schaut das Drahtgelenk aus. Um das Drahtgelenk hier auch auspressen oder zu lösen, gibt es einen speziellen Abzieher, weil die sitzen wirklich sehr extrem fest. Dafür haben wir ein anderes Video, das werden wir euch dann verlinken. Ansonsten einfach suchen. So, also Presse, Hydraulikpresse, Pumpe, Druckluft angeschlossen. Die passenden Druckstücke raussuchen. Das heißt, hier einmal zum Auspressen. Dann könnt ihr auch bei dem neuen Drahtgelenk schauen, welches fällt hier rein. Das heißt, das ist zum Auspressen. Das heißt, es wird hier angesetzt. Das Ganze werden wir gleich ansetzen. Die Druckscheibe fehlt mir noch. Ach, hier ist sie. Hier, ich habe sie. Druckscheibe. Hier haben wir auch, man sieht, eine Mutter. Die hat auch ein Gewinde. Ach, Magnet. Ja, ein Gewinde hat sie auch. Das wird dann so eingesetzt. Dreh mal den Schlauch bitte auf die Seite, also den Hydraulikzylinder. Genau. Alles ausrichten. Jetzt kannst du vielleicht auf die Seite gehen. So, somit ist das Drahtgelenk ausgepresst. So, das neue Drückstück einsetzen. Die Länge der Spindel einstellen. Das heißt, wir müssen raus. Jetzt wird der Hub zu kurz. Also wir mussten jetzt abbrechen, da die neuen Drahtgelenke, original für Mercedes, etwas vom Durchmesser einen kleineren Kragen haben.
ist uns das Drückstück 66, 56 durchgerutscht. Mussten wir jetzt auf 64, 54, also Innenmaß 54, 64, Außenmaß umsteigen, damit wir das vernünftig einpressen können, ohne den Kragen zu beschädigen und das Gelenk zu verpressen, schief zu verpressen. So, was hatten wir oben gehabt? 68? Norman? Der ist schon weg. Genau. So, sicher? Wir hätten noch zur Auswahl 50-60. Ach, 50-60 hätten wir noch zur Auswahl. So, wie gesagt, also wenn ihr das gleiche Problem habt, müsst ihr aufpassen und dann dementsprechend die richtige Buchse wählen. Es kommt immer auf den Hersteller an, ob er die Traggelenke ändert oder nicht. Wir probieren das Ganze am Original natürlich aus und immer wieder ändern sich die Masse. So, jetzt ist das Traggelenk eingepresst, wir werden das Ganze jetzt wieder zusammenbauen. Und damit ist die Arbeit erledigt.